Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem spontanen Video von mir. Und zwar bin ich alleine zu Hause, okay, mit Kylie, aber ich wollte meine geile GoPro hier ausprobieren. Und die wollte ich heute mal testen und das Problem ist, ich kann mich jetzt nicht selber sehen, aber ich glaube, die sieht auf jeden Fall geil aus. Nur noch eine Woche und dann geht es endlich los nach Miami. Ich kann es kaum abwarten, denn hier wird es langsam sehr weiß und sehr, sehr kalt. Dann gucken wir mal weiter. Ich zeige euch mal, was ich schon alles für meinen Koffer gepackt habe. Und zwar gar nichts, weil ich einfach keine Zeit habe. Ja. Steht schon bereit. Hier ist bisschen Bügelsachen, Bikinis, yeah, Bikinis. Ja, ich muss mich ja jetzt ein bisschen anders kleiden, weil ich habe einfach ein paar Pfunde zu viel. Deswegen habe ich hier so ein schwarzes irgendwas, so ein schwarzes Kleid, so damit ich nicht ganz Walross-mäßig zum Strand schreiten muss. Ja, hier Ankleidezimmer, haben wir noch gar nichts gepackt, wenn ich ehrlich bin. Hier ist noch alles full. Und das heißt, ich muss mal langsam reinhauen. Hier ist der Koffer, Babysachen. Hier ist meine Wohnung von oben. Baby darf man nicht sehen. Auf jeden Fall geil, kann man auf jeden Fall eine geile Roomtour machen. Ich freue mich schon, weil wir haben eine super geile Wohnung in Miami mit Ausblick aufs Meer. Viel, viel vloggen, viel besser, sonst sieht man mich ja immer nur so. Richtig kalt. Und in einer Woche bin ich in Miami bei 29 Grad. Ja, sonst weiß ich gar nicht, was ich euch noch erzählen soll. Das war jetzt einfach so ein Video, um mal meine Kamera zu testen. So, ich habe überall Poste. Aber ihr seht, ich habe keine Luft mehr. Ja, wollt ihr nochmal das Kinderzimmer sehen von der Kleinen? Kylie. Das war's mit dem super kleinen, kurzen Spontan-Video. Ich gucke jetzt mal, ob ich diese Videos weiterverwenden kann. Ich würde sagen, wir sehen uns vielleicht noch vor Miami, aber ich denke eher, wir sehen uns in Miami. Und bis dahin, Leute, zieht euch warm an und fahrt vorsichtig auf den Straßen, denn es ist sauglatt. Ich hab euch lieb und bis zum nächsten Mal.